Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus, wo ich verbannt wurde. Und das zu Unrecht. Ich habe echt gar nichts getan und werde einfach verbannt. Ist mal wieder typisch Religion. Genau deswegen bin ich Atheist. Die machen unnötige und unschlüssige Entscheidungen, die einfach null Sinn ergeben. Ich will jetzt keine Religion beleidigen. Kann ich eigentlich eine Schnellreise machen? Das wäre einfacher. Ich darf Schnellreisen machen. Hallo? Das war ich nicht! Ja, das wäre super. Das war ich aber nicht. Ich brauche aber deine Hilfe. Wo ist die denn? Wo ist die Felsenbrücke? Da hinten. Ich komme am schnellsten über die Anhöhenbasis dahin. Habe ich gesehen. Warum habe ich da eigentlich einen Punkt markiert? Wahrscheinlich von irgendeiner Offline- bzw. Offscreen-Sitzung. Einfach direkt neu beschwören. Jona, bist du hier? Ich brauche dich. Ich habe Probleme. Ein schlimmer Anblick. Ich war's nicht. Das will ich auch wissen, weil ich deswegen verbannt wurde. Nee, will ich nicht. Damit hier war der Name, den ich letztes Mal vergessen hatte. Ich muss wahrscheinlich jetzt zu jedem von dem noch einmal hingehen, stimmt's? Komm, auf zum Riss. Ein Shinux. Hallo. Was möchtest du von mir? Putzig. Bist du wenigstens auf meiner Seite? Hallo, Volo. Darf ich mit dir reisen? Darf ich denn unterkommen? Wo bin ich hier?
Wo bin ich? Eine uralte Siedlung. Fräulein Cogita. Die kommt mir bekannt vor. Und das sage ich zu fast jedem Charakter. Ja, ich habe die Königin besänftigt und wurde dafür mit Verrat bestraft. Und Verbannung. Verlorene? Wusste ich doch, dass meine Aufgabe ist, den Riss zu schließen. Ich komme schon. Ja, und da muss ich wahrscheinlich hin. Nee, weder noch wahrscheinlich. Beides vorhanden. Es gibt drei Seen. Den Wahrheit der Kühnheit und der Stärke. Jetzt habe ich die drei Pokémon sammeln. Ich habe gerade Besseres zu tun, jetzt an irgendwas zu zweifeln. Ey, du hast was Gutes damit vollbracht. Du erinnerst mich an Cynthia. Jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst. Und jetzt werde ich in den Kommentaren geflamed, weil sie dann sagen, nee, das ist diese und diese Person. Oh, tolles Arceus-Phone. Ach, sehr nett. Wo kann ich rasten? Hm? Ach, ist doch nur ein Apa. Okay, ich muss drei Prüfungen bestehen. Ich gucke, dass ich die in einem Video packe. Die Celestis, die denkt besser als der Denboku. Den Denboku, den sollte man rausschmeißen. Ja, ich würde sagen, es sind gute Nachrichten. Der erste See müsste auch echt nah sein. Den Königen geht's jetzt gut. Ja, den Typen sollte man generell rausschmeißen.
Wer soll mich begleiten? Perla! Natürlich wähle ich dich. Die haben es jetzt enttäuscht. Ja, ich habe dir die extra die schwierige Aufgabe überlassen. Ich muss zu allen dreien einmal hin. Okay. Danke. Wir machen das schon, Perla. Wahrscheinlich habe ich mir dadurch jetzt mein Pokémon ausgesucht, ne? Kühnheit, Stärke, etc. Kann ich mich am Räufer hier ausrüsten? Nö. Das kann ich bei dir denn alles kaufen, wenn ich schon dabei bin. Jetzt nicht das Blaue vom Ei. Ich kriege halt auch kein Geld mehr, ne? Ich stelle mir mal kurz alle Hyperbälle her, die ich herstellen kann. So, und habe auch Tränke dabei ohne Ende. Die Vitamine brauche ich nicht. Dann mal los. Ich gucke, dass ich alle drei Seen in einem Video packe. So, ich weiß, ich muss hier einmal hin. Hier ist ein See, hier ist einer und hier ist einer. Dann mal erstmal hier hin. Ich muss erst so oder so dahin fliegen. Ich weiß sogar, welche Seen gemeint sind, ist das Ding. Nämlich einmal hier, See der Wahrheit. Da war ich halt schon mindestens 50 Mal, um meine Pokémon hoch zu trainieren. Ich kann jetzt auch endlich hier auf diesen Berg drauf, auf den ich nie drauf konnte. Auf dem nichts drauf ist. Muss da eine Zwischenlandung machen, so. Und runter. Das war easy. Das soll mal ein Vulkan gewesen sein. Okay. Wespe, Sehne und... Turbots waren es, glaube ich. Das gelbe Pokémon habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Muss ich gegen die kämpfen oder reicht es, wenn ich in der Nähe stehe? Und eine Höhle wurde geboren. Nur Gutes. Nachtara, ich brauche dich. Das sind Psycho-Pokémon. Ich hoffe, ich darf sie fangen. Du bist nicht das, was ich suche. Es sieht traurig aus. Du kannst mir auch helfen. Ein Viscargon. War ein Giftdrache. Und die Kampfmusik gefällt mir gerade. Peter steht hier einfach nirgendwo. So, hier nochmal. Zum Überprüfen. Nee, ein Stahldrache. Wartet. Panferdo, ich wähle dich. Feuer auf Stahl, das funktioniert immer. Zur Not einfach damit draufhauen. Ableithieb.
Der nächste bringt's. Natürlich kannst du die Drumpumpe. Sonst irgendwer mit sehr effektiven Attacken, der nicht Silvaro heißt. Ich muss mit Silvaro dann auch angreifen, weil es ist auch One-Hit. Wenn es mit den richtigen Attacken kommt. Obwohl, eigentlich haben sie nie angegriffen, wenn ich Belebe eingesetzt habe. Also eigentlich sollte ich es machen können. Refugium. Jetzt hat sich eine Abwehr gesteigert. Ah, okay, es kämpft mit Eisenschweif. Die Attacke trifft immer! Aurasphäre! Besiegt. Das war leicht. Wir können alles erreichen. Hallo Vesprit. Muss ich dich jetzt auch bekämpfen? Oder reicht deine Anwesenheit? Es rede mit mir. Ich war erschrocken. Es hat Spaß gemacht. Jeder Mensch ist anders. Das Leben ist hart. Danke, Vesprit. Die Vesprit-Feder erhalten. Danke, Vesprit. Ich werde dich absolut nicht fangen, sobald das hier vorbei ist. Ja. So, der See der Kühnheit und der See der Stärke. Eigentlich kann ich doch... Ach nee, von hier drin kann man das nicht. Okay. Ich wollte mich porten. Ja, ich war sehr erfolgreich. Ja, wenn man viel rumreißt, weiß man auch viel hinterher. Oh, ja, und dieses ehrwürdige Sinn, das wird mir noch in den Hintertreten. Ja, gehen wir. Muss ich jetzt wirklich nach jedem dieser Pokémons einmal zurück? Wie sind wir die alten Überlieferungen? Es sind sehr gute Fragen.
Das war gut gesprochen. Ja, ist schon richtig so. Wir denken dann mehr nach, wenn wir die Legenden lesen und versuchen sie aufzuschließen. Zumindest die, die sich dafür interessieren. Okay. Ich schätze mal, es werden noch ein, zwei Parts. Nach dem hier. Ich mache jetzt hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Abo dalassen, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!